Ja, wir befinden uns nach wie vor natürlich in einem wirtschaftlich schlechten Klima. Die Stimmung in der Wirtschaft ist tatsächlich nicht gut. Die Wirtschaftsprognosen sowohl in Deutschland als auch in Europa wurden nach unten korrigiert und damit müssen natürlich auch wir zurechtkommen. Insofern ist in unserem auch Investorenbarometer die Stimmung auch für dieses Jahr bisher eisig und wir hoffen mal, dass sich das im Laufe des Jahres noch verbessern wird. Das Fundraising hat genau dieselben Herausforderungen wie in den letzten Jahren. Auch hier spielen globale Krisen eine Rolle. Wenn es um das Einwerben ausländischer Investoren geht, dann haben wir dort mehr Zurückhaltung, vor allen Dingen, wenn wir in die USA blicken, aber auch woanders. Und deswegen bleibt auch hier die Prognose eigentlich angespannt. Und auch da hoffen wir natürlich, dass sich noch einiges verbessert. Und hier könnte auch die Politik dazu beitragen, indem sie mehr Support in die Branche gibt. Also im Moment ist es eigentlich so, dass man sagen muss, Transformation ist das große Thema. Sei es in den Klimawandel, sei es in digitale Konzepte, sei es künstliche Intelligenz, all das, was mit Transformation zu tun hat, ist auch ein Investitionsziel für unsere Fonds. Künstliche Intelligenz gehört zu dem Transformationsthema dazu. Und KI-Modelle sind eine revolutionäre Technik, die natürlich auch für unsere Investitionen ganz oben stehen. Man muss aber sagen, nicht jedes Team kann sich in diese, sag ich mal, doch sehr spezielle Welt hineindenken und hineinarbeiten. Insofern glaube ich, ist da manchmal noch ein bisschen Zurückhaltung, weil viele sich mit den Themen nicht gut genug auskennen. Das wird sich aber im Laufe der Zeit ändern, auch in diesem Jahr. Und insofern würde ich sagen, ist das Potenzial sehr groß. Und es werden auch mehr Fonds dazukommen, die in diese, sag ich mal, KI-Modelle investieren werden. Also das Potenzial ist riesig, sowohl für die KI-Startups als auch für die Finanzierer. Und deswegen werden wir auch zusammenkommen. Natürlich ist es immer noch ein spezielles Thema. Deswegen müssen die VCs auch schauen, dass sie ihre Teams dahingehend schulen, dass die auch diese Investments machen können. Ein riesiges Potenzial ist aber auch bei den Corporates, weil strategisch muss die Industrie auch KI-Modelle natürlich einsetzen. Und die Startups, die meinetwegen von den CVCs finanziert werden, sind natürlich da hervorragend dafür geeignet. Also insofern, da würde ich sagen, Ampel grün.